Ich heiße euch herzlich willkommen und zwar zu einer neuen Runde Minecraft. Und zwar geht es heute um Skyblock. Ich bin normalerweise nicht so der Skyblock-Spieler gewesen, muss ich sagen, weil ich da irgendwie meistens den Anfang immer nicht richtig gefunden habe. Aber wir sind hier auf der Kittycraft, auf dem Kittycraft-Server und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Skyblock-Welt. Hier haben wir noch die Minigame-Welt und Skyblock-Welt. Wir können hier ein bisschen spielen noch. So, dann werden wir uns mal auf den Weg machen dahin. So, jetzt bin ich am Schild vorbeigeflogen. Skyblock geht hier lang. So, nun befinden wir uns in der Skyblock-Lobby. In der Skyblock-Lobby haben wir hier ein paar Shopkeeper aufgestellt, bei dem man halt alles Mögliche eintauschen kann, was man so während des Spieles bekommt oder sich halt eben auch erfarmt. Unter anderem hier Bäume, Kakteen, halt eben Haupttauschmittel sind hier halt eben Grasblöcke, die man aber auch wiederum hier vorne, Blöcke waren es, glaube ich, hier war es, hier würde man sie bekommen für Dreck oder für Pflastersteine, um sie dann halt eben dementsprechend einzutauschen. Ein kleiner Trick habe ich herausgefunden, und zwar 64 Pflastersteine, die relativ easy über einen Cobblestone-Generator zu bekommen sind, tauschen gegen einen Grasblock, zu dem Kollegen hier drüber gehen, den Grasblock nehmen und gegen 4 Dirt tauschen. Nachdem ich die 4 Dirt habe, kann ich hier dem Dirt nichts mehr anfangen. Nein, der Dirt wird irgendwann auch zu Gras. Also von daher, es dauert halt noch ein bisschen. So, hier ist nochmal ein Shop für allerlei. Da ist im Moment noch nicht so ganz viel drin. Da kommt wieder Eisen, Diamanten und so ein Gedönse rein, weil das ist im Moment gerade rausgenommen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Welt hier rein, in meine, auf meine Insel. Das Ganze sieht ein bisschen futuristisch aus. Ja, liegt daran, dass ich hier schon eine ganze Weile am Bauen bin. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal einen Rundgang. Hier ist sozusagen die Küche. Dann kann man hier einmal hochgehen. Hier ist ein bisschen Viehzeug schon. Hier geht es auf die Dachterrasse raus. Geht auch dann vorbei. Ich gehe jetzt mal nicht raus, weil da ist jetzt gerade eine Spinne draußen. Hier geht es, wie gesagt, auf die Dachterrasse. Hier komme ich hoch in den Aussichtsturm. Da haben wir hier einmal die erste Ebene. Da geht es hier nochmal raus auf eine zweite Ebene. Da bin ich noch am Bauen. Das ist noch nicht fertig. Gucken wir uns aber nachher mal von außen an. Dann geht es hier weiter. Hier ist einfach mal nur so zum Rausgucken. Mal gucken kann, was die Nachbarn so Schönes treiben. Da ist im Moment nicht so ganz viel passiert. Gehen wir noch eine Etage hoch. Hier oben steht das Bett. Wollen wir erstmal schlafen, damit wir hier dieses Viehzeug mal loswerden so ein bisschen. So, scheint auch gleich die Sonne. So, von hier oben ist nicht ganz so viel zu sehen. Na, also man kann dann in alle vier Richtungen rausgucken, aber es ist halt eben nach unten hin nicht zu sehen. Daraufhin gehen wir jetzt einfach hier erstmal runter und gehen einfach mal eine Etage tiefer. So, hier unten steht der automatische Cobblestone Generator. Der ist im Moment ist er ausgeschaltet, das heißt, ich kann die Steine hier abbauen und es passiert erstmal nichts. Dazu gehe ich einfach hier hinten hin, schalte das Ganze ein. Das Ganze wird ganz einfach gesteuert über Pisten und eine Glock. Somit kann ich hier stehen und kann ganz gemütlich meine Cobblestones abbauen, die automatisch durch den Wasserstream in die drei Trichter da unten fallen und somit automatisch in die Kiste verschwinden, ohne dass ich hier irgendwas einsammeln muss. Und das kann ich stundenlang machen, bis die Axt dann wieder kaputt ist oder irgendwann diese Kiste voll ist. So, hier nochmal ein kleiner Ausblick. Weiter geht's. Gehen wir mal durch dieses Türchen hier. Hier ist
meine kleine Viehzucht. Im Moment nur Hühner und Kühe. Ich stelle im Prinzip hier Samen rausnehmen, Hühnchen anlocken und kann die dann dementsprechend vermehren. Habe ich jetzt eigentlich keinen. Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Hätte ich die Kühe auch gleich nochmal vermehren können, aber das wird sonst zu eng hier. So, jetzt nehmen wir mal sicherheitshalber das Schwertchen in die Hand. Weil ich habe so wieder das dumpfe Gefühl, dass hier irgendwelches Viehzeug ist. Und bevor es mich hier wieder von der Insel kickt, wäre nicht das erste Mal. So, hier soll das Ganze nachher noch erweitert werden. Da oben habe ich schon angefangen. Hier wird der Kuhstall noch erweitert. Da kommt dann noch eine Tür rein und eventuell noch ein Schlachthof oder irgend sowas in dieser Richtung. So, hier drüben geht es dann zur Baumfarm. Da steht schon wieder ein Skelett. Da stehen zwei Skelette. Komm. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Nicht runterfallen. So, dadurch, dass hier unter der Baum der Lichtlevel zu niedrig ist, unter den Bäumen, unter der Baum, nee, unter den Bäumen ist der Lichtlevel zu niedrig. Daraufhin spawnen hier immer mal wieder ein paar Skelette und Monster. So, auf dem Server ist der Timber Mod installiert als Applikation, sprich, man braucht sich das selber nicht zu installieren. Und somit ist es so, wenn ich den ersten Stamm hier weghaue, taucht hier kein neuer Setzling auf. Das heißt, ich muss den neuen Setzling da draufsetzen und warten, dass er wächst. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal einen ganz kleinen Augenblick, bis der nächste Baum kommt. Und dann habe ich auch erst im Nachhinein erfahren oder gesehen, dass das funktioniert. Gibt es einen kleinen Trick zu, damit man sich dieses Setzen der Setzlinge spart. Setzen der Setzlinge. So, ich setze hier einfach mal nochmal schnell welche hin. Ich finde dieses Birkenholz eigentlich sehr schön und deswegen brauche ich da jetzt auch noch ein bisschen mehr von. So, hier fehlt noch einer, da fehlt noch welche. So, alle. So, wenn ich jetzt aber hier den zweiten weghaue, setzt sich automatisch da unten ein Setzling hin. Wo auch immer der herkommt. Ich habe keine Ahnung. Man kriegt also nach wie vor die Setzlinge selber. Und es setzt sich automatisch beim Weghauen des zweiten Holzstücks, Stamms, wie auch immer, setzt sich automatisch unten ein neuer Setzling. Weil jetzt ist da nichts. Jetzt haue ich den zweiten weg und schon habe ich dann einen neuen. Und das kann man x-beliebig so lange machen, bis man entweder keinen Platz mehr in den Kisten hat oder genug Holz oder wie auch immer. Oder keine Lust. Ups. Gehen wir aus dem Weg hier. So. Jetzt kann das erstmal wieder ein bisschen wachsen. In der Zeit gehen wir aber mal ins Gewächshaus. So, hier im Gewächshaus zeige ich euch auch noch gleich nochmal was. Jetzt muss ich aber das Ding hier aus der Hand legen. Wachsen im Prinzip ja Karotten und Kartoffeln, Weizen für die Vermehrung der Kühne, ja, Hühner und Kühne. Kühe und Hühner. So, und zwar wie für die Kühe. Karotten da drüben, Kartoffeln hier, Kürbis und Melonen. Und hier das Zuckerrohr. Kakteen habe ich jetzt noch keine großhellig, weil ich habe da im Moment keine Verwendung für, außer eventuell Wolle zu färben. Deswegen habe ich die eigentlich jetzt erstmal weggelassen. So, hier wie gesagt das Gewächshaus. Jetzt wollen wir hier mal kurz den Klumpatsch mal weglegen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das packen wir mal dahin, das packen wir auch dahin, das packen wir auch dahin. So, jetzt wollte ich euch ja was zeigen. Jetzt war ich am Überlegen, war es mit dem Knochen oder war es mit dem Pfeil? Eins von beiden war es. Und zwar, ich jetzt hier mal an den Crafting Table gehe, dann nehme ich mir einfach mal ein bisschen Holz. Gehe an den Crafting Table und crafte mir einfach mal eine Kiste. So, das können wir wieder zurückpacken. Brauchen wir nicht. Ruhe da draußen. So, und jetzt setze ich diese Kiste hier hin und kann sie aufmachen. Kein Problem. Packe jetzt hier ein Holz rein. So.
Geht wieder zu. Das Holz ist drin. So, jetzt öffne ich die aber mit dem Knochen in der Hand. Geht sie auf und zu. Jetzt öffne ich sie aber mit dem Pfeil in der Hand. Ist sie verschwunden. Das Holz fällt mit ein bisschen Glück noch wieder raus. Das ist nicht das Problem. Die Kiste aber an sich ist verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist. Auf jeden Fall ist es so, wenn ich hier in der Skyblock-Welt mit einem Pfeil eine Kiste öffne, ist sie verschwunden. Und das geht mit fast allem. Wenn ich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es mit Holz ging. Ging es mit Holz? Ich probiere das mal. Zack, weg ist es. Es ist dann auch, wie gesagt, spurlos verschwunden. Es taucht nirgendwo mehr auf. Ja, also wenn ich mal irgendwas entfernen muss, was irgendwie schnell weg muss, dann nehme ich mir einfach einen Pfeil und ja, weg ist es, ne? Ich wollte hier mal so einen Half-Step reinsetzen, dann kann ich nämlich eventuell die Monster noch killen. So, mach ich. Hier mit einem Stein geht es zum Beispiel nicht. Setze ich aber hier einen Holzblock hin. Pfeil, pluck, wie gesagt. No. Vier Holzblöcke habe ich jetzt. Das heißt, ne, ich mache das mal so. Acht Holzblöcke. Pfeil, plüpp. Acht Holzblöcke. No, also der ist definitiv dann verschwunden. Da sollte man also so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man sich da irgendwas wegkloppt, was man halt noch gebraucht hätte. Weil das verschwindet dann wirklich definitiv komplett. Ja. So, ach so, ja. Dann habe ich hier in der Ecke, habe ich noch mein Angelteich. Ich dann einfach eine Angel nehme. So. Schmeiß die ins Wasser rein. Und angel hier meine Fische. Ohne ständig Angst haben zu müssen, dass mir irgendein Monster, Spinne, Zombie, was auch immer, da auf den Keks geht. Man muss ein bisschen zielen hier, dass der Schwimmer da hinten halt eben vernünftig im Wasser landet. Und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ist ein bisschen langwierig das Ganze, aber naja, wenn man mal Langeweile hat, kann man halt mal angeln gehen. In der 1. Punkt, jetzt muss ich überlegen, 1.72, 72 war es, glaube ich. Da haben sie ein ganz tolles Feature noch mit reingebastelt bei der Angel. Erstmal kann man sie verzaubern auf Glück und so diversen anderen Klumpatsch. Und man hat dann die Option, dass man hier nicht nur rohen Fisch rausholt, sondern auch mal Lachs, Kugelfisch, Sattel, auch allen möglichen Kram, Bücher, verzauberte Bücher. Und ich habe da wirklich schon so ziemlich fast alles rausgeholt. Finde ich persönlich gar nicht wirklich schlecht, muss ich sagen. Sollte man vielleicht als kleines Feature hier noch mit einbauen. So, jetzt wechseln wir mal den Game Mode. Ich mache das mal hier, weil das ist einfacher. Setze mich mal einfach auf Kreativ. Und gehe einfach mal. Das heißt, nein. Machen wir mal nicht. Setzen das Ganze wieder auf Überleben und sagen einfach Fly. Weil in der Skyblock-Welt wollen wir nicht im Kreativmodus spielen. Deswegen gehe ich einfach mal im Fly-Modus vor die Tür und verziehe mich hier mal nach oben. So. So das Ganze halt von außen aus. Überall hier im Prinzip einen Block noch dran gelassen. Fürs Weiterbauen nach außen. In verschiedenen Höhen, dass man halt einfach nicht auf eine Höhe gebunden ist. Nach oben ist immer kein Problem. Unten ist immer meistens ein Spielchen. Also ich sag mal, in der Regel ist man tot. Weil ich habe bis jetzt noch keine andere Variante gefunden, um einen Block unten dran zu setzen, als einen Block in die Hand zu nehmen, ja, runterzufallen und beim Runterfallen schnell nach oben in den Block setzen. Da habe ich jetzt noch keine andere Lösung gefunden. So, da ist schon wieder ein Skelett auf dem Dach, weil keine Beleuchtung. Ja, schön.
Der hat eine tolle Rüstung, aber die droppt er leider nicht. Ey, hörst du mal auf? Die droppt er leider nicht, die Rüstung. Das ist das Problem. Also so hier mal nicht, ne? Also das wollen wir hier mal. Komm, 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 komm. Ich muss mal schnell verschwinden hier, sonst bin ich nämlich gleich tot. Weil wollte ja das von außen zeigen. So, hier die neue Plattform, die habe ich gestern gebaut. Was da genau ich da noch reinbaue, weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Ist halt geplant für Neues. Und hier muss ich ja offen lassen, da werde ich wahrscheinlich ja noch einen 5-6 Block hohes 5-6 Block hohe Wand machen im Bereich hier von der Erde da, von dem Gras, um dann auf das ganze Glasdach zu setzen, damit ich dann im Prinzip da ein geschlossenes Gewächshaus bauen kann für die Baumfarm. Ich in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich funktioniert, dass da halt eben auch keine Monster mehr spawnen, dass man ohne Probleme rausgehen kann, um halt einfach da ja seine Bäume zu fällen. So, von oben das Gewächshaus. Ja, also ganz viel ist halt noch nicht zu sehen. Es ist halt alles noch im Rohbau. Na, ist das Ganze von der Seite aus. Das erstmal hier zum Thema Skyblock. Ich zeige euch jetzt noch mal eine Insel. Dazu mache ich dann einen kleinen Schnitt, wie man hier im Prinzip startet. Wir sehen uns nach dem kleinen Schnitt wieder. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt zwar noch nicht an der Welt, mit der man startet, aber das habe ich hier gerade gefunden. So sieht es aus, wenn man im Prinzip seine Skyblock-Welt ja eine Weile brach liegen lässt und nichts macht. Dann sind hier abends Monster, Creeper, ne, die Creeper sind abgeschaltet inzwischen. Ja, Monsterversammlung, Spinnenversammlung und so weiter. Wenn man jetzt hier natürlich wieder reinspawnt, ja, hat man ein arges Problem, weil in der Regel ist man dann relativ schnell tot. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich finde hier noch was. So, ja, das war eigentlich die letzte Insel, wo ich dachte, da war nichts gemacht. Aber da ist was gemacht, das ist auf mich zu schießen. Autsch. So, was haben wir hier? Da ist auch schon weiter gebastelt. Was haben wir hier? Da ist auch schon. Ah, irgendwo findet sich bestimmt noch was. Nee, leider nicht mehr. Also die Welten generieren sich grundsätzlich immer neu. Und ja, in dem Augenblick, wenn man halt die Skyblock-Welt startet hier, ist es so, dass man ich sag mal, einen Haufen Dreck hat. Ein bisschen Gras. Ich meine, es waren Fichtensetzlinge, wenn ich nicht irre. Oder Eiche? Nee, Eiche war es. Und einen Eimer mit Wasser. Einmal mit Lava, damit man sich halt den Cobblestone-Generator machen kann. Da gibt es halt noch andere Alternativen, wo man sagt, denn gut, da gibt es keinen Eimer mit Lava, da gibt es dafür einen Kiesblock. Über den Kiesblock und Obsidian kann man das so machen, dass man sich den Kiesblock halt diverse Male abbaut. Mit einem Eisenblock noch dazu. Dass man den Kiesblock halt so oft abbaut, bis er dann irgendwann diesen Feuerstein rauswirft. Mit dem Feuerstein und so weiter kann man sich ja dann das Feuerzeug craften, das Obsidian mit einem Diamantblock in etwas Entfernung halt, vielleicht ein paar Steine, damit man sich eine Steinaxt machen kann, um die Sachen abzubauen, damit sie nicht verschwinden. Dann sich im Prinzip das Nether-Portal erstellt, um halt dann ins Nether zu gehen und mit einem Eimer sich da die Lava wegzuholen.
Und die eigen das eigentliche Wasser ist dann halt eben auf der Skyblock-Welt zum Beispiel ein Eisblock. Wir haben es jetzt etwas einfacher gestaltet. Hier gibt es einen Eimer Lava, hier gibt es einen Eimer Wasser. Und somit kann man sich seinen Cobblestone-Generator erstellen. Im Shop lassen sich halt eben über den Cobblestone dann die Sachen eintauschen, um den Cobblestone-Generator zum Beispiel zu automatisieren und halt eben somit ja eigentlich nur noch stehen zu müssen, um die Steine kaputt zu schlagen. Weil ich selber habe auch noch keine Variante gefunden, wie ich die Steine sich selbst zerstören lassen kann. Ich hatte das versucht, über einen Kaktus laufen zu lassen. Das funktioniert nicht. Tippe ich gegen den Kaktus, fliegt der Kaktus weg. Vielleicht hat ja irgendwer da eine Idee zu. Dann postet es mir einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich hier einfach mal jetzt und tschüss und verabschiede mich hiermit aus der Skyblock-Welt vom KittyCraft-Server.